Heute zeige ich dir, wie du ganz einfach selbst Pizza backen kannst. Und damit herzlich willkommen bei Snackstuff kocht. Zuerst müssen wir den Teig ansetzen. Dafür nimmt man 200 ml lauwarmes Wasser und einen halben Würfel Hefe. Man kann auch die Trockenhefe nehmen, dann aber auch nur einen halben Beutel. Zuerst bröseln wir die Hefe in das lauwarme Wasser. Den Rest der Hefe können wir wieder in den Kühlschrank geben und beim nächsten Mal verarbeiten. Dann rühren wir einmal um und lassen das Ganze ungefähr 5 Minuten stehen. Vorher geben wir noch einen halben Teelöffel Zucker dazu. Wenn sich die Hefe dann aufgelöst hat in dem Wasser, können wir 500 Gramm Mehl abwiegen. Dann machen wir eine kleine Kuhle in das Mehl und geben das Hefewassergemisch in die Mitte rein. Jetzt kommen noch 2 Teelöffel Salz dazu und 4 Esslöffel Olivenöl. Man braucht für die Verarbeitung von diesem Teig keine Küchenmaschine, deswegen zeige ich erstmal, wie man es per Hand macht. Einfach aus der Mitte raus einen kleinen Vorteig anrühren und dann langsam immer mehr Mehl dazugeben und kräftig umrühren. Sobald alles grob miteinander vermengt ist, mache ich mit den Händen weiter und versuche das Mehl, das noch nicht im Teig drin ist, noch mit einzuarbeiten. Ich übertreibe es aber auch nicht. Also wenn noch was übrig bleibt, so wie das jetzt bei mir der Fall ist, dann lasse ich einfach diese 2-3 Esslöffel Mehl, die noch in der Schüssel sind, einfach auch drin, damit ich keinen zu trockenen Teig bekomme. Jetzt nehme ich das Ganze aus der Schüssel raus und knete den Teig 3 Minuten, 4 Minuten ungefähr auf einer bemehlten Arbeitsfläche. Jetzt zeige ich euch noch, wie ihr den Teig mit der Küchenmaschine zubereiten könnt. Ich habe hier eine KitchenAid, also auch hier wird die Hefe wieder aufgelöst in lauwarmem Wasser. Man gibt ein halbes Kilo Mehl in die Küchenmaschine, in die Schüssel. Dann das Wasser-Hefe-Gemisch dazu, das Salz, die 4 Esslöffel Olivenöl und dann wird gerührt. Ich habe hier nach kurzer Zeit auf die mittlere Stufe hochgeschalten. Da hat mir das dann das Mehl aus der Schüssel gehauen, musste ich wieder reduzieren. Aber so hat das Ganze dann 5 Minuten ungefähr vor sich hingeknetet. Zum Schluss musste ich auch hier den Teig noch mit der Hand bearbeiten. Hier habe ich noch mal kurz 1 Minute durchgeknetet. Egal wie ihr ihn zubereitet habt, am Ende kommt er bemehlt in eine Schüssel, Küchentuch oben drauf, damit er keinen Zug abbekommt, der Teig. Das verträgt er nämlich nicht. Und dann mindestens eine halbe Stunde an einem warmen oder zumindest halt nicht kalten Ort stehen lassen, damit der Teig aufgehen kann. In der Zwischenzeit bereiten wir die Tomatensauce zu. Ich brate hier in heißem Olivenöl Tomatenmark an. Man kann hier noch Zwiebeln dazugeben oder Knoblauch, ganz wie man möchte. Dann noch eine Dose gehackte Tomaten. Hier könnte man auch passierte Tomaten nehmen. Oder auch frische, geht natürlich genauso. Dann einfach kräftig umrühren und dann wird die Soße noch gewürzt. Ich habe die Hitze am Anfang auf höchster Stufe gehabt und habe jetzt auf eine mittlere, niedrigere Stufe umgeschalten. Ich gebe Pfeffer hinzu, ich gebe Salz hinzu und dann kann man sich überlegen, welche Kräuter man noch dazugeben möchte. Ich habe hier Rosmarin genommen, außerdem noch Oregano und einen halben Teelöffel Gemüsebrühe habe ich auch hinzugegeben. Man kann hier noch frisches Basilikum dazu tun oder Petersilie, Thymian, ganz nach Geschmack. Dann schmecke ich nochmal ab. Ich brauche noch ein bisschen Salz, nochmal umrühren und dann kann das Ganze auch auf leichter Stufe vor sich hin köcheln, bis wir es wieder brauchen.
Nach der halben Stunde holen wir den Teig aus der Schüssel und geben ihn wieder auf eine Arbeitsfläche, die bemehlt ist, und kneten nochmal kurz durch. Mit dem halben Kilo Mehl haben wir jetzt so viel Teig, dass wir daraus zwei große Pizzas formen können. Oder man könnte ein Backofenblech damit belegen. Ich teile den Teig und bereite die erste Pizza zu. Hier habe ich mein Pizzablech. Ich möchte eine runde Pizza herstellen. Man kann das aber auch ohne so einem speziellen Pizzablech machen. Man kann es einfach rund formen und auf das Backblech geben. Ja, ganz wie man möchte. Oder Mini-Pizzas kann man genauso machen. So wie man das eben vorhat. Jetzt rolle ich den Teig aus. Er zieht sich, wenn ich ihn ausgerollt habe, immer wieder ein wenig zurück. Das ist ganz normal. Da muss man einfach dranbleiben und immer weiter ausrollen, bis der Teig ungefähr so eine Dicke von, ja, ich würde sagen, ungefähr 3 mm hat, 3-4 mm. Wir legen den Teig dann auf das Blech drauf und ich bearbeite hier noch den Rand, nämlich wenn das jetzt hier so überstehen würde, so wie ihr das seht, dann sind das die Stellen, die zuerst braun und dunkel werden. Deswegen drücke ich den Rand an, sodass alles gleichmäßig durchbackt. Jetzt steche ich den Teig noch mit einer Gabel ein, damit keine Blasen geworfen werden, was dann ein bisschen unschön einfach ausschaut. Jetzt kommen noch 2-3 Löffel von der Tomatensauce auf die Pizza. Generell sollte man hier nicht zu viel Tomatensauce nehmen, aber ganz nach Geschmack, wie du möchtest. Als nächstes kommt eine Schicht Käse auf die Pizza. Und dann kannst du die Pizza eigentlich mit allem Möglichen belegen, was du möchtest. Ich nehme jetzt hier nur Salami, du kannst aber noch Schinken dazugeben, Oliven, Paprika, Artischocken, Spinat, nochmal extra Knoblauch, was das Herz begehrt. Am Schluss gebe ich nochmal ein wenig Käse über die Pizza und dann kommt sie bei 250 Grad Umluft für circa 12 Minuten, 13 Minuten in den Ofen. Guten Appetit!